So Leute, da sind wir wieder zurück bei Spore, aber dieses Mal mit einem kleinen Problem. Und zwar in der letzten Folge, wenn man es auf YouTube geguckt hat oder auch im letzten Stream, wenn man es auf Twitch geguckt hat, ist ein Live-Let's Play, das heißt auf Twitch gestreamt und auf YouTube dann die Folgen hochgeladen, waren wir in der Kreaturenphase und da ist mir kurz vor Schluss das Spiel abgestürzt. Jetzt können wir aber glücklicherweise direkt von der Kreaturenphase in die Stammesphase springen. Das bedeutet, wir wählen hier die Stammesphase an. Wir waren ein Allesfresser. Dann ist hier glücklicherweise, der Spielstand ist nicht gespeichert, aber die Kreatur ist gespeichert. Das heißt, wir können unseren Enton, Muskus, Entmuskus, Ton, Schwimmli, wir können Schwimmli hier wiederholen und können hier alles nochmal einstellen. Wir machen normal natürlich. Wir nennen ihn Schwimmli. Und dann ist es trotzdem ein durchgehendes Let's Play, wo wir alle Phasen durchgegangen sind. Es gibt eine kleine Cutscene, die leider fehlt, aber da ich sicherlich öfters mal so ein Let's Play mache davon, wie man das in den anderen Folgen dann sehen. Da würde ich sagen, let's go. Wir gehen direkt in die Stammesphase und gucken, was es da Schönes gibt und wie das Ganze funktioniert. Ich freue mich drauf. Gut, kann mich ja eigentlich noch eingeblendet lassen. Ah, jetzt. So, also, jetzt kann ich mich einblenden. Mit einem Dach über den Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen, sei vorsichtig. Also, es ist so, dass wir in der Phase vorher, wo wir noch eigentlich eine Kreatur waren und noch kein menschenähnliches mit Häuser bauen und so, also ein Stamm, haben wir dann ganz am Ende das Feuer entdeckt. Da gibt es eine kleine Cutscene und eben jetzt mit der Entdeckung des Feuers sind wir dann hier dran. So, und wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Wenn man das alles sieht. Also, du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisungen ausführen, interagieren mit anderen Stämmen, um deinen Fortschritt und deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Blablabla. Ja, Fortschrittsanzeige ist wie immer hier unten, wie wir das auch bei den anderen Phasen hatten. Und hier oben, da sieht man zum Glück gerade noch, besuche den Stammesplaner, um dein Outfit individuell zu gestalten. Das heißt, wir müssen zum Stammesplaner gehen. Klicke auf das Hutsymbol, um das Stammesmitglied-Menü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus, klicke auf den Button Outfit bearbeiten. Stammesanstanner. Ich nehme an, dass es das hier ist. So, also das ist unsere wunderschöne Kreatur, die können wir jetzt leider nicht mehr ändern, weil ja eben alles abgestürzt ist. So. Machen wir das. Mit einer Maske. Leider klappt das mit den Masken nicht so schön. Das haben wir hier, warte, ich rutsche mal hier rüber, damit man das ein bisschen besser sieht. Wir haben hier verschiedene Hüte, ne? Das ist jetzt ein Hut. Dann haben wir hier. Huch. Ich finde das ganz cool, oder? Wir können da nützliche Sachen reintun. Wollen wir unsere Genitalien noch bedecken? Wir sind jetzt. Ich meine, wir sind halb zivilisiert, da müssen wir halt schon gucken. Ich weiß gar nicht, wo wir unsere Genitalien eigentlich haben hier. Was meint ihr? Obwohl, es sieht eher aus wie eine moderne Windel. Nee, wir nehmen es raus. Okay. Ah, by the way, hier gibt es Gesundheitsstufe 3. Sammeln, Kampf. Gesundheitsstufe 3, sehe ich gerade. Wir ziehen so eine sexy Mütze an, okay? Das heißt, die haben hier Sammeln, Stufe 2, Kampf, Stufe 1. Gesundheitsstufe 3.
Hier haben wir Sammelstufe 3. Theoretisch bräuchten wir den dann gar nicht mehr. Wollen wir es so tun, als ob das hier... Zum Einschüchtern, ne? Sieht er muskulöser aus. Okay, Blattwerk. Was haben wir denn hier noch? Schulterkrone, Gesundheitsstufe. Gesundheit haben wir Stufe 3 ja eigentlich schon mit dem Ding oben drauf. Das ist einfach nur Sondergedöns. Das ist auch nur Sondergedöns. Ringe. Was meint ihr? Wir sind modisch. Okay? Sieht so schlecht aus. Ich nehme es wieder weg. Also. Sammelstufe 3 finde ich hier ganz cool. Gesundheitsstufe 3. Ich glaube, wir kriegen nicht noch mehr Boni, oder? Nee, das hat tatsächlich gar keinen Einfluss mehr. Mega schade. Gibt es noch irgendwie Sozialstufe? Weiß nicht wie viel. Kampf plus wie viel? Müsste doch irgendwo noch Kampf plus... Ah, hier, Maske. Kampf plus 2. Kampf plus 2. Was meint ihr, damit man gefährlicher aussieht? Wir müssen irgendwas müssen wir machen. Wir haben noch 10. 10 haben wir noch. Sieht langsam echt skurril aus. Es geht darum, die Feinde einzuschüchtern, versteht ihr? Hier mit den Masken sieht dann aus wie 3 Leute. Voll doof. Ich will die... Dass ich diesen Ring nicht einfach dahin tun kann, wo ich gerne möchte. Einen Moment. Den kann ich doch irgendwie noch testen. So schlecht sieht das gar nicht aus. Die Hütchen sind ein bisschen doof, muss ich schon gestehen. Das muss ich gestehen, die Hütchen sehen ein bisschen doof aus. Ich finde ihn nicht schlecht, er hat ein bisschen fette Beine, aber ansonsten finde ich ihn ganz gut. Rehen. Alright. Okay. Wir kommen gleich in die Phase. Moment. Das ist ja witzig. Das passt wie angegossen, oder? Oder wollen wir das? Ne, der andere war besser.
Ist so süß geworden, der kleine Schwemmle. Ja, das finde ich auch. So, also. Wir nehmen noch irgendwas. Können wir noch irgendwas Schmucktechnisches dran machen? Ich find's gut. Ich find's gut. Nee, die nehmen wir weg. Sollen wir mal ganz kurz gucken? Den nehmen wir. Alright. Also. Futter, Instrumente, Hölzern, Wurfspeere. Dafür müssen wir zuerst Zeug sammeln. Also hier können wir unsere Hütte verbessern. Futter, Heilstäbe und so weiter und so fort. Und Steinäxte und so Sachen. Du kannst die Kamera jetzt frei über die ganze Welt bewegen, dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung an. Ja, ich glaube, das... Anzoomen, wegzoomen, nach rechts, nach links. Gibt's dafür auch eine Taste? Dann muss ich das immer so machen. Ich habe einen Screenshot gemacht. Alright. Auf dem Porträt. Wo ist denn ein Porträt? Hier unten? Achso. Ja, die kann ich so zusammenziehen. Ihr geht jetzt da mal sammeln. Ist hier noch ein bisschen weiter weg? Nee. So, jetzt ist es im Prinzip wie ein Strategiespiel. Hier haben wir jetzt Kreaturen. Wir gehen jetzt hier jagen, ne? Und wir sammeln jetzt. Wir sammeln Zeugs. Und hier seht ihr, das sind noch die anderen, die sich nicht weiterentwickelt haben. So, jetzt haben wir hier unten Food. Das wird jetzt dann gleich hier hingeschmissen. Guck, genau. Das ist das, was ich meine. Baby hinzufügen. Juhu! Wir machen Babys. Guck, ein kleiner. Da wurde nochmal ein Ei aus der Hütte geworfen. Das ist Fortschritt. Hier wird Liebe gemacht und das Ei wird einfach zur Tür rausgeschmissen. Das ist Evolution, meine Damen und Herren. So funktioniert die Welt. So, jetzt haben wir hier unten rechts die drei Kids, die jetzt natürlich hier noch wachsen müssen. Die müssen natürlich erwachsen werden, keine Frage. Hier haben wir nochmal viel Stuff, das sind Pflanzen, die wachsen. Also, ja, wie ist noch das abgestürzte Raumschiff? Das hatten wir ja gefunden, ne, damals. Oh, guck an. Okay. Ein rivalisierender Stamm, der Broll.
hat sich auf deinem Planeten entwickelt. Tja, jetzt ist die Frage, greifen wir die an? Also gehen wir kämpfen vor oder eben nicht? Dein Stammeshäuptling ist der Anführer deines Stammes. Dein Stamm kann auch ohne seinen Anführer in die Schlacht ziehen. Allerdings ist er für soziale Interaktion mit anderen Stämmen unabdingbar. Tja, jetzt ist halt die Frage, wir sind hier, ne? Und sie sind hier. Huch, das ist ein Berg. Ich denke, wir verbünden uns mal mit ihnen, oder? Am Anfang ist mir alleine auf der Welt, dann müssen wir irgendwie gucken, dass es uns besser geht. Ich persönlich würde mal sagen, wir bauen hier mal Hölzer, ja? Das hier, das sind Flöten. Mit denen können die zu ihnen rübergehen und... Okay, ich muss mal gucken, ob das geht. Ich ziehe sie mal alle kurz hier zusammen. Gib mir alle eurens. Sind das alle? So, ihr schnappt euch jetzt alle mal eine Flöte. So, jetzt haben sich alle eine Flöte geschnappt und wir gehen jetzt rüber. Denn eigentlich würde ich freundlich hier Flöte spielen. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt bei denen, ob die wirklich wollen oder nicht. So. Ihr flöht mal. Ist ein bisschen laut. Ich hoffe für euch nicht. Dankeschön für den Sub. Eine 8. Wir probieren es nochmal. Togame, Dankeschön für den Sub. Dankeschön für den Resub. Wir sind Freunde jetzt. Eine 10. Da seht ihr es. Wir sind das Flöten. Wie nennen sich 6? Nicht Quartett. 2, 3, 4. Naja, eigentlich. 5. So. Wir flöten nochmal um unser Leben. Ein Sextett. Klingt irgendwie pervers. Ein Sextett. Okay. Ein Quintett. Unser Anführer ist ja eigentlich nicht am Flöten, ne? Deswegen ist es ein Quintett mit Anführer. Ne 10. So, haben wir euch jetzt als Freunde? Es wurde ein neuer Stamm gegründet. Yeah, wir sind Freunde. Nice. Oh, nice. Wir haben neue Sachen gekriegt. Das ist ein neuer Stamm. Ich blende mich nochmal aus. Ah nee, stimmt gar nicht. Moment. So, jetzt hier. Du hast das Braundorf zu deinem Verbündeten gemacht. Zur Feier des Tages stellen sie deinem Stamm einen Totenteil sowie einige neue Werkzeuge und Outfits zur Verfügung. Letzteres wurde deinem Stammesplaner hinzugefügt. Das heißt, wir haben jetzt hier... Ja, wir graden ab. Wir werden besser. Wir werden stärker. Wir werden größer. Oh Mann, wenn das bei mir zu Hause immer so klappen würde, wenn ich was ausbaue. Also. Schön, nicht? Hast du die Meldung gesehen, dass die wilde Tiere das Essen klauen? Ach nee, echt? Ärgerlich. Nein, habe ich nicht. Aber jetzt weiß ich's, danke. Dein Stamm gewinnt an Ansehen. Du hast jetzt eine größere Hütte. Und dein Stamm kann bis zu 9 Mitglieder haben. Das ist gut. Wir gehen zurück. Guck, wie er da klappt!
klaut der, der Sack! Warte mal. Was ist das denn? Holy shit, habt ihr das gesehen? Ich nehme mal einen von denen hier. Ich bring den hier mal kurz. Kruko. Ich bring den mal kurz was zu mampfen, okay? Weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist, oder? Ja. Wir müssten aber eigentlich jetzt noch ein paar Waffen herstellen. Weil wenn mich dieses Riesenvieh angreift, ist natürlich nicht so geil. Alter Schwede, wie viel Essen da wohl drin ist? Also, hier ist nochmal ein Stamm. Die haben schon Waffen. Den Stamm haben wir zu unseren Verbündeten gemacht. Was ist das denn jetzt wieder? Himmel. Dann haben wir hier hinten nochmal einen Stamm. Huch. Die Karte ist nicht ideal. Ja, guck an. Die sind schon echt weit. Okay. Futter und Heilung. Ah, da könnten wir angeln. Wir machen jetzt aber ein paar Wurfspeere. Weil die uns natürlich verteidigen müssen. Wenn die ein bisschen mehr sind, gehe ich, glaube ich, nee, bleib mal hier. Hast du einen Speer genommen? Gut. Kann ich eigentlich alle zurückrufen irgendwie? Machen wir noch ein paar Babys. Ja, das sind alle. Tatsächlich sehr gut. Aber haben noch nicht alle einen Speer. Baby! Ein Baby kann ich noch machen. Die greifen mich an. Ihr werdet vernichtet. Renn weg! Häuptling kriegt gut Schaden, ne? Geht alle was essen, los. Ist keiner gestorben? Das bedeutet, wir holen zum Gegner nach Schlag aus.